Hallo und herzlich willkommen am 18.06.2020. Das ist wieder mein Videoblog. Heute war Sonja da. Ich war ziemlich müde, als sie gekommen ist, aber bin dann relativ schnell wach geworden. Und wir haben über so einiges diskutiert, auch über Probleme. Ich weiß nicht, was ich davon erzählen kann. Aber zum Beispiel hat sie beim vorletzten Mal ziemlich oft über Selbstmord gesprochen. Und das triggert mich halt total. Ich habe das mit Christoph besprochen, meinem Psychologen, also Therapeuten. Und er hat gesagt, ich soll das ansprechen und dass wir darüber nicht mehr sprechen, wenn sie es nicht ernst meint und nicht Hilfe braucht. Und dass wir darüber auch keine Witze mehr machen und eigentlich generell nicht mehr über solche Themen reden, weil mich das extrem fordert und triggert und unruhig macht und auch meine Gedanken wieder darauf lenkt. Und ich habe das heute mit ihr besprochen. Sie hat es eingesehen und wird sich dran halten, dass darüber nicht mehr gesprochen wird, wenn es nicht ernst gemeint ist. Und war sehr traurig, dass mich das so fertig gemacht hat und dass ich darüber so viel nachdenken musste. Dass ich wirklich aufrichtig entschuldigt. Ich wollte bei ihr kein schlechtes Gewissen auslösen, aber ich finde gut, dass sie sich entschuldigt hat und dass sie es ab jetzt ernst nimmt. Und dann war mit ihrem Freund noch was, aber das ist zu privat, um es hier zu erzählen. Da möchte ich mich auch weiterhin nicht weiter einmischen, außer ein paar Ratschläge geben oder ein paar Ideen aufzeigen, wie man es machen könnte und wie nicht oder was halt besser wäre. Und dass sie ihn nicht vorverurteilen soll für was, was er nicht, wo er nichts für kann. Und ja, da haben einiges besprochen und waren aber nur kurz draußen, obwohl das Wetter ganz okay war. Es ist ganz schön viel Wind gegangen. Und jetzt war ich nochmal mit meinem Vater draußen. Zwei rauchen. Und jetzt liege ich im Bett. Es ist 20.15 Uhr. Also war ich heute schon mal wieder länger auf, weil ich gerade ins Bett gegangen bin. Und mir geht es seit dem Gespräch gestern mit Kerstin um einiges besser. Ich kann auch nicht sagen, warum, und ich freue mich auf morgen, weil morgen bin ich ja bei ihr zum Gespräch. Und ich glaube, das bringt noch mal mehr als am Telefon. Und mir hat schon das Telefonat einiges gebracht. Ich fühle mich wieder stabiler. Zwar nicht ganz stabil, aber großteils. Ich denke noch immer viel nach und das wird sich auch so schnell nicht ändern, aber ich fühle mich wieder wohler. Auch der Tag Urlaub von den Assistenten hat ganz gut getan. Und im Gesamtheitlichen geht es mir wieder besser. Ich weiß nicht, wie lange das anhält oder ob wieder so eine schlechte Phase kommt. Aber jetzt ging es mir eigentlich 2 Wochen nicht gut oder 3 Wochen nicht gut. Und jetzt ist es eindeutig wieder besser und das freut mich.
Auch wenn ich nicht daran festmachen kann, wodurch es mir schlechter ging und wodurch wieder besser. Aber ich denke auch, die regelmäßigen Gespräche mit Christoph und Kerstin bringen viel. Und dass man sich jetzt wieder in die Augen schauen kann beim Reden. Und also das macht schon einfacher. Und ich habe auch bei Christoph nächste Woche wieder einen Termin. Und ja, das finde ich im Moment essentiell, weil ich eben einfach ein bisschen instabil bin und dann relativ viele Gespräche brauche. Und das meine Situation schon verbessert und auch einige Übungen und so. Auch wenn Christoph davon weniger hält, aber oder weniger darauf geschult ist, Entspannungsübungen oder so zu machen. Aber das möchte ich ja jetzt mit Kerstin angehen und mein vieles Grübeln abstellen und wie ich leichter in Entspannung komme und besser einschlafe und so. Und dafür ist Freitag mal ein Anfang. Das wird sicher mehrere Sitzungen dauern, aber und es gibt auch viel nachzubesprechen. Aber wir haben uns jetzt 3 Monate nicht gesehen. Und das wird sicher einige Zeit dauern, das aufzuholen, aber ich bin guter Dinge und positiv eingestellt. Und morgen kommt dann wieder Claudia. Darauf freue ich mich auch schon. Es wird wieder ein ganz normaler Tag mit herumsitzen und reden und so. Weil es gibt einfach momentan nicht so viel zu tun. Und ja, aber ich freue mich drauf und sehe der Sache entspannter entgegen und weiß, was ich will und kann das auch noch mal mit Kerstin besprechen am Vormittag. Und von daher sollte es besser werden. Und so im Gesamtheitlichen gibt es nicht viel Neues. Auch projektmäßig nicht. Ich bin halt jetzt am Überlegen, für was ich mein Geld ausgebe und wie viel ich zur Seite lege. Und ja, das ist immer am Nachdenken und Abwägen, was gerade am wichtigeren ist oder was davon überhaupt wichtig ist. Und ja, das ist nicht so einfach, wenn man sparen will. Aber es wird auch gehen. Sonst gibt es, wie gesagt, nicht viel Neues. Alles beim Alten irgendwie und trotzdem besser. Aber ich werde jetzt morgen sehen, wie der Tag so wird und wie ich darauf reagiere. Und dann wird man weitersehen und ich kann nur Tag für Tag nehmen und mich nicht mit den nächsten Tagen stressen und meine Energien gut einteilen, weil das wichtig ist und ja, ist halt nicht so einfach. Ich habe mit Sonja auch schon die
Juli Einteilung gemacht und ja, so ein paar wichtige Sachen besprochen, auch für August. Und gestern war ich Haare waschen und sie sehen schon wieder komplett fettig aus und glänzen. Das Glänzen ist nicht schlecht, aber sie fühlen sich fettig an. Ich meine, ich fahre mir auch oft durch die Haare, was das natürlich nicht besser macht, aber sie stehen mir zu Berge, weil sie einerseits elektrisch sind. Andererseits sind sie ölig und fettig. Andererseits habe ich Schuppen auch teilweise. Und die Kopfhaut ist gerötet. Sieht man hier vom Haarefärben. Und also ich bin nicht zufrieden mit der Art, wie die Volkshilfe Haare wascht. Egal wer oder Haare wischt. Egal wer es ist. Sie nehmen zu viel Shampoo, waschen es nicht gut genug aus und die Haare sind nach ein, zwei Tagen fettig. Und das ist blöd. Na gut, ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Ciao.